Ein RGB-LED-Licht scheint das perfekte Licht für einen Filmemacher zu sein, denn es hat alle Farben, die man braucht. Aber es gibt eine Sache, auf die ihr achten solltet, und zwar Farbspektrum und die Farbwahrnehmung. Damit du am Ende saubere Farben hast und Orange nicht plötzlich rot erscheint, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Das Letzte, was man möchte, ist doch, dass eine Farbe ganz anders aussieht durch das Licht, mit dem man es erhält. Das ist jedoch keine Schuld eines Lichtherstellers, egal ob teures oder billiges Licht, sondern das ist einfach die LED-Technologie zum aktuellen Zeitpunkt. Wenn ihr euer RGB-Licht auch als weißes Tageslicht Keylight nutzen wollt, dann schaut nach einem RGBW oder RGBWW-LED-Licht. Das bedeutet, dass das Licht dedizierte weiße LEDs nutzt, um Tageslicht zu erzeugen. Hat es keine weißen LEDs, wird es durch die Kombination von roten, grünen und blauen LEDs erzeugt und dann habt ihr wirklich ein Problem. Wenn ihr also kein RGBW-Licht habt, sondern nur RGB, dann niemals als Keylight nutzen, sondern eher als Kicker, Practical oder so. Und aus diesem Grund gibt es auch eben auch Gels. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir das Socani X60 RGB-Licht angeschaut. Das ist ein 80 Watt LED-Licht, das ihr über eine App steuern könnt. Die App-Steuerung ist wirklich in jedem Fall Pflicht, da die Knöpfe hinten einfach zu umständlich sind, meines Erachtens. Die Verarbeitung wirkt jedoch solide, aber die Neigungsverstellung, die hat so Stufen und das ist immer nicht so leichtgängig, wie ich mir das gewünscht hätte. Glücklicherweise kommt das Licht in einer schönen Tasche, was ich sehr gut finde, dann kann man das überall mit hinnehmen und es ist sofort vom Transport viel, viel einfacher. Kurzer Zwischenruf aus dem Studio. Falls du dich mehr für das ganze Thema Filmemachen interessierst, dann möchte ich dich sehr gern zu meinem kostenlosen Online-Webinar einladen, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Imagefilme verrate, sowie meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business. 2015 hatte ich auch noch überhaupt gar keine Ahnung, wie man eine Kamera bedient, wie man filmt. Heute habe ich es geschafft, mit Kunden zusammenzuarbeiten wie Siemens, Adidas, Decathlon, kann durch meine Aufträge die ganze Welt bereisen und lebe dadurch einfach meinen Traum. Wenn das also auch was für dich ist und dich das interessiert, dann wie gesagt, lade ich dich gern zu meinem kostenlosen Online-Webinar ein. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Alle Teilnehmer waren bis jetzt sehr, sehr begeistert. Also ich freue mich auch darauf, dich bald in meinem Online-Webinar begrüßen zu können. Bis dahin! Aber was kann das Teil nun? Also im Helligkeitstest schlägt es sich sehr gut, aber weniger hell als das Aperture 60D, was in der gleichen Preiskategorie ist. Das ist etwas heller, wahrscheinlich aber auch durch die eingebaute Linse, die das Licht mehr komprimiert. Der eingebaute Bowens Mount ist super und ermöglicht Softboxen oder anderes Zubehör problemlos drauf zu montieren. Und was ich auch gut finde, ist, dass das Licht leise ist. Trotzdem, wie gesagt, würde ich es nicht als Keylight nutzen, denn ich hatte im Bild immer einen starken Blau- und Magenta-Stich, wenn ich die Tageslichtfunktion genutzt hatte. Aus diesem Grund waren meine Hauttöne auch immer röter oder mehr magenta als sie beim 60D, da waren sie mehr neutral. Auf meine Nachfrage gab dann Socani an, dass Tageslicht durch die dedizierte weiße LEDs erzeugt wird. Trotzdem fehlt online aber jegliche Angabe von RGBW. Deshalb an dieser Stelle bin ich mir persönlich nicht da hundertprozentig sicher, ob das alles so stimmt. Also unterm Strich cooles Licht, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ich würde es aber persönlich eher als Ambient Light nutzen, so wie jetzt. Zur Thematik des Farbspektrums bei den Lichtern verlinke ich euch hier noch ein cooles Video dazu von Indie Mogul. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so war, wie gesagt, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit RGB-Lichter sind. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin, Leute. Ciao.